Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de. In diesem Video betrachte ich das Aufladen und Entladen eines Kondensators. Und um das zu bewerkstelligen, skizzieren wir erstmal den Aufbau. Wir haben einen Kondensator mit der Kapazität C, einen Stromkreis, eine Quelle, um ihn aufzuladen. Und natürlich hat der Stromkreis einen Widerstand, man nimmt meistens einen größeren Widerstand, sogar noch dazu einen Widerstand R. Wenn wir uns das genau anschauen, dann wissen wir, die Gesamtspannung hier unten U in einem unverzweigten Stromkreis addieren sich die Teilspannungen auf. Also wissen wir, U ist nichts anderes als U anliegend an dem Widerstand R plus die Spannung U, die anliegt an unserem Kondensator, also UC. Wir wissen von UR, der sich in Alpha berechnen kann mit R mal I. Und wir wissen auch, dass UC die Spannung am Kondensator Q durch C wäre. Q durch die Kapazität des Kondensators. Nun schauen wir uns das Ganze mal an. Was passiert eigentlich, wenn ich das entladen würde? Entladen. Nun, beim Entladen überbrücke ich die Spannungswelle. Ich habe also einen Kurzschluss. Das heißt, U anliegend wäre 0, ein Kurzschluss. Was passiert? Wir haben hier Ladung drauf. Das heißt, wir haben eine Spannung UC. Und diese Spannung UC treibt nun den Strom über den Widerstand an. Ladung des Kondensators treibt Strom über den Widerstand an. Wir wissen ja, I und U sind proportional. Nun, der Kondensator entlädt sich, die Ladung wird kleiner, dadurch wird der Strom, also die Spannung wird drauf kleiner, die antreibende Spannung wird kleiner, also wird auch der Strom kleiner. Ladung verringert sich. Dadurch die Spannung. Und dadurch schlussendlich der Strom. Und der ganze Entladevorgang wird immer langsamer. Wenn wir uns das als Diagramm zeichnen, Ladung Q über die Zeit, dann starten wir mit einer Ladung Q0, der Anfangsladung auf dem Kondensator. Wir entladen uns recht schnell und werden immer langsamer. Einfach eine abfallende Exponentialfunktion. Man könnte also sagen, Q ist gleich Q0 mal E hoch minus T durch R mal C. Damit könnte ich das bestimmen und der Strom, anfangs groß, wird auch immer kleiner, also dasselbe Bild. Wer I berechnen möchte, ihr wisst ja, I ist gleich Q Punkt, die zeitliche Ableitung, sprich das Ding hier einfach ableiten. Und ihr werdet sehen, dass auch dann eine Exponentialfunktion rauskommt. Das Vorzeichen kann beim Strom vernachlässigt werden, weil wir messen nicht die Richtung des Stroms. Für uns ist der Strom immer positiv. Das heißt, wenn da was Negatives rauskommen würde, würde man den Betrag nehmen und dann das Bildchen so aussehen. Nun laden wir den Kondensator wieder auf. Wir nehmen den Kurzschluss zurück.
Wir nehmen wieder eine Spannungswelle dazwischen. Wir wissen, jetzt am Anfang ist die Ladung Q gleich 0. Wir haben eine Spannung U. Diese Spannung U treibt nun den Strom an. Natürlich auch wieder den Strom über den Widerstand. Nun, das passiert, was passiert? Dadurch lädt sich der Kondensator auf. Wir bekommen Ladung auf den Kondensator. Dadurch entsteht eine Spannung UC. Und diese Spannung, die ist entgegengesetzt. Das heißt, diese Spannungsdifferenz, die wir noch für UR übrig haben, wird immer geringer. Also U minus UC wird immer kleiner. Somit ist die Spannung, die den Strom antreibt, immer, wird auch immer kleiner. Das ist ja genau diese Spannung, diese Differenz. Und so wird auch die Ladungszunahme langsamer. Es nähert sich einer sogenannten Sättigungsgrenze. Wenn wir uns das auch wieder im Graphen anschauen, im Diagramm Q über T, wir fangen mit Null Ladung an und werden immer langsamer. Das sieht etwa so aus. Und diese nie erreichte Sättigungsgrenze, das wäre in dem Fall jetzt Q0, von dem wir vorhin beim vollgeladenen Kondensator aus entladen haben. Für die Stromstärke I auf T. Nun, die ist zu Anfangs wieder groß und fällt wieder ab. Das gleiche wie hier oben. Nur, dass jetzt die Richtung im Verhältnis zu vorhin genau umgekehrt wäre. Was noch hier ist, auch das können wir natürlich jetzt als Funktion angeben. Q in Abhängigkeit von T eigentlich. Also hier müsste auch Q von T sein. Q von T ist einfach Q0. Mal 1 minus E hoch minus T mal R durch C. Müsste euch von hier oben bekannt vorkommen. Und auch hier wäre I wieder die Ableitung von Q. Nun, danke, dass ihr hereingeschaut habt. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Und schaut auch mal auf Google oder Facebook bei uns rein. Dankeschön.